Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, und zwar heute zu einer Rezension. Zu dem Buch Hoffen, dass der Schulbus nicht fährt von Stefan Schade, die schönsten Dorfkindmomente. Dieses Buch hat 176 Seiten, die eigentlich nur aus Farbfotografien bestehen und jeweilig einem zweizeiligen Satz dazu. Das Ganze ist am 11. Dezember letzten Jahres erschienen, ist aus dem Heine Verlag und kostet in diesem Format 10 Euro. Das Ganze ist quasi eine Art Kindheitserinnerungsbuch, finde ich. Das Ganze hat von mir 4 Sterne bekommen, weil ich es sehr unterhaltend fand, aber eben auch nicht mehr. Es ist ein Buch, das mich so ein bisschen zurück in meine Kindheit versetzt hat. Und alle die, die wirklich auch auf dem Dorf aufgewachsen sind, wissen, was ich meine. Denn hier sind einfach, ich zeige euch beispielhaft einfach mal eine Seite. Zum Beispiel hier diese. Da geht es jetzt darum, dass man erste Fahrstunde in der Stadt, das ist das Gas, das ist die Bremse und dort ist die Kupplung. Erste Fahrstunde auf dem Land, du weißt ja eh, wie das geht, fahr uns mal zu Harry, wir gehen Mittagessen. So, das ist einfach darauf angelegt, wie wir halt auf dem Land von unseren Eltern in Feldwegen fahren gelernt haben, obwohl man das natürlich nicht darf, aber es ist halt einfach so. Ich kann natürlich nicht sagen, wie das in der Stadt ist. Und ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, dass nur wir auf dem Dorf das von unseren Eltern auf den Landstraßen beigebracht bekommen. Ich kenne mich damit nicht aus und ich möchte auch niemanden beleidigen, indem ich sage, dass das so ist. Aber dieses Buch enthält halt einfach so, so witzige Sachen und ich kann mich damit so identifizieren, weil ich halt hier wirklich auch auf dem Land aufgewachsen bin und ich das Ganze wirklich kenne. So hier Auto auf dem Hof waschen, das sind so... Das erinnert mich an meine Kindheit, wo mein Papa mit dem Auto im Hof stand und hat das Auto mit dem Schlauch sauber gemacht. Und man wird selber auch das Auto hier auf dem Hof sauber machen, jetzt wo ich ausgezogen bin. Und das ist einfach... Ach ja. Hier ist zum Beispiel auch sowas drin, wie ich im Winter Schlitten gefahren bin. Und dann ist da ein Auto, hinten hängen die Schlitten dran und das Auto fährt. Und das hat mein Papa einfach auch gemacht. Wir haben uns da im Winter mit dem Schlitten ans Auto gehängt und mein Papa ist losgefahren. Natürlich nur mit 30 oder so, wenn überhaupt, wahrscheinlich noch nicht mal mit 30. Aber das waren die besten Schlittenfahrten meines Lebens. Und deswegen war das für mich einfach so ein krass emotionales Buch, weil mich das in meine Kindheit zurückversetzt hat. Und ich hatte so viel Spaß damit. Ich habe das Buch an einem Tag durchgeblättert. Ja, das ist kein Buch, an dem man irgendwie tagelang sitzt. Man kann es innerhalb von einer Stunde sich angeguckt haben, wenn man überhaupt eine Stunde dafür braucht. Aber es ist halt einfach schön. Es setzt einen so ein bisschen zurück in die Kindheit. Und deswegen ist das ein Buch, das mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Und ja, für alle Dörfler unter euch... Sie, auch wie ich, auf dem Dorf aufgewachsen sind, ist das auf jeden Fall ein tolles, tolles Erlebnis. Guckt es euch auf jeden Fall mal an. Ihr könnt euch bestimmt auch so damit identifizieren wie ich. Und wenn ich jetzt so an einen sehr guten Kumpel denke, der in Frankfurt wohnt und für den das immer ein krasses Phänomen ist, wenn er mich auf dem Dorf besuchen kommt, weil einfach unsere Sitten hier ein bisschen anders sind, für den wäre das dann wahrscheinlich auch was, weil er so halt einfach ein bisschen kennenlernt, wie ich aufgewachsen bin. Und das finde ich halt auch immer schön. Immer wenn er hier ist, ist er so perplex darüber, auch über die Dialekte, die wir hier teilweise haben. Und wie wir manchmal einfach mit Leuten sprechen und er nichts versteht. Oder wenn er einfach manche Wörter nicht versteht, sowas wie Kneipchen oder Kolter. Oder wenn er es einfach wahnsinnig faszinierend findet, dass wir jeden im Dorf kennen. Und dementsprechend würde ich sagen, dieses Buch ist einfach für jeden was, der sich so ein bisschen mit Dorfkultur auseinandersetzen möchte und ein bisschen einfach Spaß daran haben möchte. Und ich hatte das eben damit, deswegen ist das ein Buch, das mir sehr, sehr gut gefallen hat. Ich kann es nur weiterempfehlen und schaut es euch an. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!